Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Beate Pracht und ich freue mich sehr, heute über mein Lieblingsthema reden zu dürfen. Und zwar geht es ja um das Thema, wie Tiere, wie die Natur, aber auch unser eigenes Herz uns dabei helfen können, in der Kombination mehr Gesundheit und auch mehr Glück zu bekommen. Und wie die Tiere wirklich wunderbare Begleiter sein können, uns sehr, sehr viel zu zeigen, uns Botschaften zu geben, um mehr auch unser eigenes Wesen zu entdecken, unser eigenes Selbst und ja, wie wir darüber hinaus eben Glück erreichen können. Meiner Ansicht nach ist Glück ein Herzenszustand. Also es ist ein Zustand, wenn wir das tun, was unserem Wesen entspricht. Ich wollte heute in dem Vortrag so ein paar Hinweise, Tipps geben, ja, wie wir mit unseren wundervollen Gefährten, mit den Tieren, die aus der Natur kommen, genauso wie wir, ja, zu diesem Zustand kommen können. Ich halte den Vortrag auch im Namen meiner Lamas. Also den Caruso haben Sie ja auch schon gerade bekommen in Form dieser Postkarte. Und dann gibt es noch den Kasimir, den Denza, den Hannibal und den Diego. Das sind also meine 5 Lamas. Erstmal wollte ich sagen, dass also Tiere positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Und das sage ich einfach nicht nur so, sondern es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien. Es gibt viele Untersuchungen, die also belegen, dass Tiere wirklich messbare Erfolge auf unsere Gesundheit haben. Dazu gehört also, dass also, wenn wir ein Tier streicheln oder wenn, hatten wir uns eben drüber unterhalten, eine Katze schnurrt, ja, oder wenn ich einfach Kontakt aufnehme zu einem anderen Tier, es so ist, dass nachweislich der Blutdruck sich normalisiert, dass also hoher Blutdruck, also wirklich niedriger wird, dass wir da eine Normalisierung des Blutdrucks haben. Es ist auch erwiesen, dass Menschen, die Tiere haben oder viel mit Tieren zusammen sind, weniger zum Arzt gehen. Da gibt es eben auch Untersuchungen zu. Und das, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wenn wir mit Tieren zusammen sind, wenn wir da also eine Verbindung, eine Verbundenheit haben, auch hormonell in unserem Körper ganz, ganz viel passiert. Das Spannende dabei ist, im Kontakt zu Tieren wird ein ganz tolles Hormon ausgeschüttet. Das ist das sogenannte Oxytocin. Das ist also ein Liebeshormon in dem Sinne, dass es eben dazu anregt, ja, liebevolle Gefühle zu empfinden. Oxytocin wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn Mütter Kinder zur Welt bringen. Ja, das ist also da ein Bereich. Aber es wird auch in Verbindung mit liebevollen Gesten, mit einer Verbundenheit. Und jetzt auch gerade, weil wir ja mit Tieren so eine arge Verbindung haben, wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Es ist also ganz, ganz spannend zu wissen, dass also auch hormonell in unserem Körper wissenschaftlich nachweislich vieles passiert. Ich möchte auch nochmal auf Mensch und Tier in vergangenen Jahrhunderten eingehen. Ich finde, das ist wichtig, da nochmal so einen kleinen Rückblick haben, dass wir schon immer vor Jahrhunderten, Jahrtausenden von Jahren schon immer eine starke Verbindung nicht nur zur Natur hatten, sondern eben auch zu Tieren. Was ganz, ganz spannend ist, dass es heilige Hunde im alten Griechenland gab. Und zwar gab es ja da auch griechische Heiler, die über Hunde, über die sogenannten heiligen Hunde, Heilenergie übertragen haben. Also es gab damals schon tiergestützte Therapien im Griechenland. Also wichtig zu wissen, das ist also nicht etwas, was wir uns jetzt in der neuen Zeit ausdenken, sondern ich denke mir, dass wir dieses Wissen, welche enormen Wirkungen die Natur und die Tiere auf uns haben, ja, in uns drin haben, in unserem Wissen. Also Rupert Sheldrake würde sagen, das ist im morphogenetischen Feld enthalten. Ja, also diese Verbundenheit und dieses Wissen, wie die Auswirkung der Tiere auf uns Menschen ist. Was ich auch noch spannend finde, dass selbst Sigmund Freud eine Haustierheilung gemacht hat. Also man lacht bei Sigmund Freud nicht nur einfach so manchmal auf der Couch,
sondern er hatte oft seinen Schau-Schau-Hund mit dabei. Der lag dann unten bei den Klienten, Klientinnen, bei seinen Patienten, unten an den Füßen. Und manchmal war es so gewesen, dass eben dieser Schau-Schau-Hund ganz, ganz positive Auswirkungen bei seinen Sitzungen hatte. Und es ist jetzt in unserer heutigen Zeit ja auch so, dass gerade bei Kindern auch nachweislich ist, dass eben soziale und emotionale Kompetenzen gestärkt werden. Das heißt, wenn Kinder sehr früh schon mit Tieren zu tun haben, entwickeln die also viel mehr emotionale Intelligenz. Also eben dadurch, dass sie sich um ein Tier kümmern, Sorgen, Fürsorge entwickeln. Und auch im Zusammenhang mit den Tieren, also das sehe ich jetzt bei unseren Lama-Veranstaltungen, wenn wir mit Schulklassen arbeiten oder mit anderen Gruppen, ist es so, dass natürlich die Kinder untereinander mit den Tieren ja viel absprechen müssen, wie die Tiere führen, über die Hindernisse führen. Das heißt, auch da werden soziale Kompetenzen schon sehr früh entwickelt. Natürlich nicht nur bei Kindern, sondern eben bei uns, bei den Erwachsenen auch. Und ich bin der Meinung, dass die Tiere Fähigkeiten besitzen, die vielleicht uns Menschen vielleicht abhanden gekommen sind. Es gibt auch gerade, ich hatte eben schon Rupert Sheldrake erwähnt, er hat ein ganz, ganz wunderschönes Buch geschrieben, Der siebte Sinn der Tiere, kennen Sie das? Ich kenne es, ja. Wo er also die ganzen Fähigkeiten der Tiere beschrieben hat, untersucht hat, also dass sie Fähigkeiten der Telepathie haben, einen wunderbaren Orientierungssinn, aber auch eben auch ganz, ganz andere Fähigkeiten. Und ich finde, wenn wir der Natur lauschen, wenn wir den Tieren lauschen, wenn wir sie beobachten, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und in eine Verbindung mit Tieren gehen, finde ich, können wir von denen ganz, ganz viel lernen und ja, uns vielleicht die Fähigkeiten und die Potenziale, die wir auch haben, aber die verschütt gegangen sind, wieder mithilfe der Tiere hervorholen können. Das, was ich meine, das ist die Heilwirkung durch Verbundenheit. Also meiner Meinung nach ist es so, dass man jetzt nicht einfach so sagen kann, so Tiere sind Heiler. Ja? Also ich denke mir, da würde die Gefahr bestehen, dass wir Tiere sehr schnell instrumentalisieren, dass wir sie sehr schnell zu einem Objekt machen und sagen, so, da sind jetzt die Tiere und das sind jetzt die Heiler. Von daher finde ich eher, dass natürlich Tiere eine große Heilwirkung haben, klar, und viele Heilimpulse aussenden. Ich finde aber, gerade in der Verbundenheit, die wir zu den Tieren aufbauen, ist das die wirkliche Heilung, die entsteht. Ich habe unten eine Möglichkeit, die Herzkohärenz zu messen, also die Qualität des Herzens, die Heilwirkung des Herzens, kann ich unten mit einer Software messen. Und es ist so, dass nämlich, wenn wir in eine starke Verbundenheit gehen zu Menschen, bei Tieren fällt es vielen Menschen einfacher, weil man da eher so in eine starke Nähe kommen kann, ist es so, dass gerade diese Verbundenheit auch messbar ist mit der Software, sodass sofort das Herz eine stärkere Kraft bekommt. Und das ist also erwiesen, dass also Tiere nicht heile sind in dem Sinne, aber dass sie eben bei uns viele Heilimpulse freisetzen können, die aber wir letztens dann wieder selber durch unsere Verbundenheit und durch die Nähe dann eben wieder herstellen. Was ich hier jetzt aufgeschrieben habe, ist von Walter von der Vogelweide. Um nochmal so kurz zurückzugehen, dass eben in vergangenen Jahrhunderten die Menschheit noch viel über die Heilwirkung wusste. Auch die Heilwirkung der Tiere auf das menschliche Herz. Walter von der Vogelweide hat gesagt, dass ein Tier dem Herzen wohl macht. Finde ich, hat er sehr schön formuliert. Ja, dass also ein Tier dem Herzen wohl macht. Und deshalb sage ich auch immer, dass meine Lamas, das sagen aber auch viele, die da waren, Herzensöffner sind. Und zwar ja, ist ja auch dann dementsprechend leicht zu erklären, wenn man also in die Verbundenheit geht zu den Tieren und eben das Wirkung auf das eigene Herz hat,
sind es Herzensöffner, aber auch ganz spannend zu wissen, dass Lamas ein Herz haben, was riesengroß ist. Also wenn man sich vorstellt, das ist unser menschliches Herz, ungefähr faustgroß, und ein Lama hat das noch und das noch. Ja, das heißt, es hat also ungefähr 2,5 bis 3 Mal so ein großes Herz, wie wir das haben. Und ich sage dann immer, ja, und das ist nicht nur ein physiologisches Herz, sondern ich finde auch, man spürt diese Herzenskraft der Lamas, indem man wirklich auch mit ihnen mal etwas näher zusammen ist und Verbundenheit aufbaut, weil normalerweise sind es ja sehr fremde Tiere. Ja, also deshalb heißt der Vortrag nicht nur Lamas, eben wie sie uns das Glück lehren, sondern wir haben ja sehr häufig auch mehr Kontakt vielleicht zu Hunden, zu Katzen, zu Pferden, zu Delfinen. Also Delfinen, denke ich, haben sich auch schon mal viele mit beschäftigt. Aber ich finde immer, dass eben gerade diese unbekannten Wesen, die Lamas, manchmal für uns auch so viele Dinge auch noch preisgeben können, womit wir erstmal gar nicht rechnen. Dann möchte ich auch noch mal darauf eingehen, dass eben es eine ganz, ganz starke Verbundenheit gibt zwischen den Tieren, dem menschlichen Körper. Vor 200 Jahren haben die Mönche aus dem Kloster York auch Folgendes gesagt: Den in der Seele und am Körper Beladenen hilft ein Gebet und ein Tier. Ich wiederhole nochmal, also die Mönche aus dem Kloster: Den in der Seele und am Körper Beladenen hilft ein Gebet und ein Tier. Was für mich in diesem Satz rauskommt, mit diesem Gebet, ist, dass wir sehr häufig verloren haben, ja, so in die Stille zu gehen, sage ich einfach mal. Also wir sind ja sehr häufig in dieser sehr, sehr schnelllebigen Zeit mit unseren Gedanken beschäftigt. Termine und wirklich Entscheidungen treffen, jetzt auch in Krisenzeiten. Ja, wo geht's lang, wie sieht's aus mit meinem persönlichen Leben, wie sieht es aus mit meinem Beruf, welche Veränderungen gibt es? Also wir sind ja permanent gezwungen, uns mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, die ja ganz, ganz stark kopflastig sind, verstandsbeladen sind. Und ich finde, wenn wir dann so einen Moment in der Natur oder auch mit den Tieren Kontakt haben, geschieht ja was ganz, ganz Magisches. Wir kommen in dem Moment raus aus unserem Kopf, so in einen Raum der Stille, finde ich. Also wir kommen also wirklich ins Herz rein. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Ausspruch der Mönche. Ja, also ins Gebet gehen, in die Stille gehen, in die Ruhe gehen. Und die Tiere sind auch noch da, die uns vielleicht mehr wieder zu uns selbst bringen. Ist uns wirklich, finde ich, manchmal wirklich der Kontakt zur Natur verloren gegangen. Weil wenn wir uns nämlich damit beschäftigen, dass wir ja auch aus der Natur kommen, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder mit Naturelementen in Verbindung setzen. Ich hatte mal einen Teilnehmer bei einem Führungskräfteseminar, das ich auch mit Lamas gehalten habe. Und da hatte der Teilnehmer gesagt, er hat mal Englisch gesprochen, was er gelernt hat: Learning from nature for my own nature. Also lernen von der Natur, die außen ist, für meine eigene innere Natur. Und das fand ich ganz toll, und das benutze ich auch manchmal, diesen Satz, um eben klarzumachen, wie wichtig immer wieder die Verbindung zur Natur, zu Tieren, zu Pflanzen, wie auch immer ist, um wieder zu unserer eigenen Natur zu kommen.